vor dem die alte Wellblech-Ju lediglich als historischer Kontrapunkt erscheinen soll. Und doch ist es noch gar nicht lange her, dass Chefkonstrukteur Ernst Zindel die in aller Welt berühmte Maschine entwarf. Ja, es ist ja ein sehr merkwürdiges Gefühl für mich, nach relativ langer Zeit mal wieder in dem Führerraum und am Steuer 1.52 Uhr zu sitzen. Ich bin zwar selbst nicht ein Pilot, aber so ein bisschen geflogen habe ich die manchmal früher ja auch. Ursprünglich wurde das, die ersten Maschinen wurden als einmotorige Maschinen gebaut. Als reines Frachtflugzeug, denn Junkers hatte damals die Idee, einen ganz großen internationalen Luftfrachtverkehr aufzuziehen. Zugleich war aber damals ein starkes Bedürfnis nach einer wirklich fortschrittlichen, modernen Verkehrsmaschine für den Passagierverkehr bei der Lufthansa. Und haben wir uns dann selbstverständlich sehr schnell entschlossen, die gleiche Maschine mit dem gleichen Grundaufbau auch für diese Zwecke, für den Passagierluftverkehr, umzubauen und umzukonstruieren. Und dafür kam natürlich nur eine dreimotorige Ausführung in Frage. Nun, 1930, wie ich schon sagte, haben wir zunächst mit der Konstruktion begonnen, der einmotorigen Maschine. Im Herbst 30 haben wir dann die dreimotorige Maschine begonnen. Damals ging ja alles etwas schneller als heute. Es war ja auch etwas einfacher, die ganze Flugzeugkonstruktion damals noch. Und bereits im Ostern 1931 flogen die ersten fünf Mustermaschinen für diese neue Verkehrsmaschine.